Holy shit. Das war mich. Ich habe gerade Schritte bei mir gehört. Ich glaube, wir sind jetzt nah genug dran, um wieder Sneaky Peek unterwegs zu sein. Um nicht. Oh, holy shit, ich glaube, jemand hat die Slam-Mine gefunden. Ja. Oh mein Gott, jemand hat die Slam-Mine gefunden. Warum wird das alles nicht gerendert bei mir? Oh nein! Hier ist irgendwie so ein Anzeigefehler. Ich kann nicht durch das Glas gucken und gleichzeitig wird nichts gerendert. No! Meine Sichtweite irgendwie verstellt oder so. Irgendwie ist hier ein Bug wohl mit dem Haus oder so. Well, hilft nur eins, anderes Haus nehmen. Right? Holy shit, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, der hat mich garantiert gesehen, oder? Holy fuck, Mann. The shock of my life. And I never felt this way before. And I swear. It's the truth. Das Repeaken an der gleichen Stelle ist so dumm, oder? Aber irgendwie will ich auch gleichzeitig da hochlaufen und den Typen. Irgendwas muss er geschossen haben, aber gleichzeitig ist er auch irgendwo neben mir. This way before, and I swear that's the truth. Hat er noch ein Teammate, ist die Frage. Shit. Scheiß, Alter. Fuck you! Hello, my friend. It's the German army. I'm now coming up to your house and killing you. Okay, seems like your friend is already dead. Oh my fucking god! Deswegen hat er auch gerade so lange gebraucht, um zu sterben übrigens. Habt ihr das gesehen, Jungs? Nein! Warum geht das nicht? Brauchen wir dafür einen MK17 Silencer? Really? Whatever. So, Jungs. Stell dich schon mal auf eine Sache ein, dass eure Ohren gleich richtig weggefetzt werden. Okay, seid ihr bereit für den Shit? Na, wer von euch möchte seine Ohren in 10 Jahren nicht mehr benutzen können, hm? Der guckt jetzt genau zu.
K16 Silencer. That's my favorite. I still love you. Oh mein Gott, mein Lieblingsscope. Nicht drin? Also halb, ne? Muss in die Richtung. Also das Letzte, was ich heute machen möchte, ist einfach nur irgendwo in ein Haus hocken und warten, bis irgendjemand in mein Haus reinkommt oder so ein Scheiß. Also wir bewegen uns auf jeden Fall jetzt erstmal. Und ich werde zuerst die Waffe hier nehmen. Weil... Ich glaube, die ist genauso laut, Mann. Okay, Einzelfeuer, Dima. Seid ihr bereit, Jungs? Ich glaube nicht, dass ihr bereit seid. Ich muss das Fenster zumachen. It's the truth. Alles klar, Marmeladenbrötchen 2, ich beantworte übrigens die Frage mit dem Monitor, sobald ich hier in der Runde ein bisschen vorangeschritten bin, okay? Kannst du sicherlich verstehen. Oder? Oh mein Gott, wenn mich hier jemand abgeaimt hätte, ich wäre so fucking right. Holy shit. Hier unten sind die Sachen gelandet, really? Das Ding ist so, das ist echt scheiße so. Im Sinne von, wenn jetzt irgendjemand schon irgendwo eine richtig gute Hausposition hat. In die Richtung eigentlich muss ich. In die Richtung ist nicht so gut. Also eigentlich einmal kurz über die Straße. Fuck you! So fucking gefährlich, Jungs. Ein Scheiß. Nicht umsonst ist Häuserkampf fucking OP in Arma und in jedem anderen Game. Das ist ein krassen Vorteil, wenn man jetzt gerade irgendwo in einem Haus ist. But not us, my friends, not us. Wir sind keine Houseboys. Wir sind Krieger. Wir gehen raus und kämpfen für die Ehre von, weiß ich nicht, Deutschland? Das sagt man, glaube ich, nicht mehr, ne? Das klingt falsch. Sorry. Für die Ehre von Battle Royale, der Deutschen, im Namen aller... Klingt auch falsch, scheiße. Für den Sieg... Das klingt auch falsch, oder? Für mein Stats und mein Ego... Hurra! Ja, irgendwie kann ich nichts sagen, was mit Sieg und Deutschland zu tun hat. Scheiße, Mann, was mache ich jetzt? Egal. Deutschland, fick yeah! Oder so. Geht auch nicht, ne? Scheiße. Tut mir so leid, Jungs.
Es tut mir so leid. Ich muss es tun. Es tut mir so leid. Shit, der Fleck da hinten im Fenster sieht fast aus wie ein Gegner. Das Ding ist, wer hat jetzt hier die Balls zu pieken? So, one on one schon. Okay, wo könnte er über sein? Das Haus könnte er sein, das dahinter könnte er sein, hier links könnte er sein. Vielleicht soll ich einmal kurz hier. Das Ding ist so, er könnte jetzt halt so richtig an auf chillig machen. Könnte sich eine richtig krasse Position aussuchen. Könnte dann so richtig so, oh mein Gott, yeah, ich habe die beste Position. Ich gucke jetzt permanent nur aus meinem Fenster. Ich gucke nur die Tür an oder so ein Scheiß. Ich könnte ja so ein bisschen noch hier in Richtung Zone laufen. Und ja auch so ein bisschen hier so ausgucken. Wichtig ist, dass ich jetzt nicht Dauerfeuer in der NK17 haben darf. Weil das Ding rubbelt mir so circa alles weg. Also sobald ich mit Dauerfeuer schieße, treffe ich damit da nichts mehr. Das Ding ist auch so, wenn ich jetzt permanent so laufe. Handgranate. Moment. Eine Handgranate geworfen. Nochmal. Also eine Smoke Grenade. That means he's entweder outdoors oder irgendwo, wo er eine Granate über irgendwas drüber werfen kann. Könnte auch hier hinter sein zum Beispiel. Oh, da hinten. Das bedeutet, er hat die von da geworfen. Also ist er da irgendwo. Problem ist, ich bin auch relativ exposed hier. Ist das Haus zum Beispiel auf einer Straßenseite schon gar nicht mehr drin? Die Mauer hier allerdings schon, also könnte auch daher kommen. Ich warte noch ein bisschen. Noch auf eine Zone, denke ich. Und dann können wir immer noch wild rumlaufen mit Dauerfeuer. Ich könnte natürlich jetzt vorlaufen in die Richtung hier. Das Problem ist, er könnte rechts da hinter der Mauer stehen und so weird die Smoke geworfen haben. Oder er könnte links von der Mauer stehen, hier so zum Beispiel den Komplex. Und permanent einfach nur die Lücken angucken und hören, wo ich gerade hinsteppe. Weil ich ja der Einzige bin, der hier steppt wie so ein Mann. Währenddessen er sich irgendwo verkauert!
Habe ich gerade zum ersten Mal einen Schritt von denen gehört? Hinter mir. Du bist hinter mir, das ist da. Da. Könnte da kommen. Oder ist im Haus gegenüber. Ich glaube, ist im Haus gegenüber. Woher ich weiß, dass er in dem Haus sein muss, hier gegenüber? Weil ich hin und wieder mal so einen Holzdeppen höre. Tritt hin und wieder auf Holz. Vertrauen wir darauf, dass ich richtig gehört habe, oder verlieren wir wie Männer? Ganz einfach. Ah. Wow, das habe ich durch dein Headset gehört, die Schüsse. RIP Chat. RIP. Nur so unter uns. Ich hätte ihn schon viel früher sehen müssen übrigens, möchte ich anmerken. Ich habe gedacht, er wäre oben, nicht unten.